Morgen. Oh Mann, ey. Hört man auch. Alles Gabi. Hey. Hier ist Mama. Da ist Papa. Da ist Mama. Kleiner Affe. Glück, wir müssen noch mal tanken. Ich hab's nicht geschafft den Tag. Also fährst du gleich los oder was? Dann machen wir jetzt gleich deine Haare und dann machen wir jetzt, wenn du dann fertig bist. Flechten. Flechten. Weil der Pferdeschwanz klappt nicht so gut. Guck mal, Mama, wenn ich den so mache, dann bleibt er so, dann muss ich ihn noch so rollen. Frühstück ja wieder mal. Schon's Auto. Luki, du kommst gleich raus, ja? Ja, mhm. Okay, soll ich rausschicken. Ja, bitte. Ja, und dann Schlüssel da weg in eine Jacke. Na, ich hole jetzt das Auto. Und dann geht's los. Und dann jetzt gleich Frühstück. Wenn ich wieder zurück bin. Und dann. Tanken. Okay. Wir müssen uns aber beeilen. Wir müssen uns beeilen, wie der Tank auch. Ja, jetzt müssen wir schnell über tanken. Ein Gott, mein Gott, wie kalt. Ja, minus einer so, ja. Du musst gerade. Ja, bin ich seit langem mal wieder im Auktionshaus. Was heißt seit langem? Ich glaube, letzte Woche war ich hier. Nee, vorletzte Woche. Schau mich mal um, was das Schöne gibt. Ob ich vorher Brote abhebe. Schauen wir mal. Muss was wirklich gutes sein, weil... verwöhnt, glaube ich, in letzter Zeit. Und ich schaue mal, ob ich Regale kriegen kann. Naja! War ja mal nischt. Nicht ganz nischt, eine schöne Rosenthal-Lampe, aber ich habe genug. Art Deco. Deswegen nicht. Das ist nicht das Richtige. Wenn so ein Aid, so ein Teil zu gucken manchmal auch nicht schlecht ist, aber das ist nicht das Richtige. Das ist nicht mein Ding. Hätte ich einen Laden, würde ich das machen, würde ich da drin packen und gut. Ich habe keinen Laden. Also nicht dafür. Nee, war nichts dabei für mich heute. Fertig. Morgen wach. Ich bin schon getreten, geschlagen, geschimpft. Eieiei. Aber Essen steht auf dem Tisch. So. Ja, das ist die Sude. Okay. Und Skadi wollte nicht neben ihr sitzen. Sie wollte an ihrem Kita-Tisch sitzen, wo ein paar Kita-Gruppen, Kita-Kinder sitzen. Und sie ist dann da rein am Tisch. Und das hast du jetzt aussortiert? Erstmal. Noch nicht fertig. Mal alles Euro. Muss mal alles zusammengerechnet werden. Oh, heute, ey. Ich saß hier und hab mir die Zähne geputzt. Einmal war mir so schlecht, dass ich mich übergeben musste und habe fast auf den Boden hingespuckt. Ich renne ins Badezimmer und musste brechen. Was ist das denn? Was für ein wunderschönes Loch! Vom Zähneputzen, Tom. Stand ich da und Skadi hinterher. Mama, warum spuckst du? Und dann noch. Das ist so schnitzig, lecker. Hast du wieder geleckt? Ja, wo ist denn der Dicke? Die Briefmarken noch. Ja, was man oft in der Hand hatte, das vergisst man auch nicht, wa? So schnell. So, wollen wir mal ein Brötchen essen? Ja. Ja, wie gesagt, die müssen alle... Lass mir das Mohnbrötchen geben, das auch ein Mohnbrötchen. Die müssen alle mal zusammengerechnet werden.
Naja, da ist es nicht so. Aber man kann was drin verstecken. Das ist schon wieder schlecht. Ja, das sind alle schon schlecht. Die süße Katze da. Oh, die süße Katze. Das ist natürlich total beschissen. Ich kann hier so ja durchgucken. Das ist so ein Lithophanie. Kann ich überhaupt nicht schmieren ordentlich. Das war echt den Bäcker mal rein. Deine Brötchen haben alle ein riesen Loch drin. Ja, wie soll ich denn das Brötchen jetzt belegen? Mit was? Das ist doch völliger Hirnriss. Das ist so ärgerlich, war, dass hier diese Marke nicht bei ist. Audrey Hepburn. Das wert, wa? Was schätzt du, wie viel Geld ist das hier drin? 200 Euro? Wäre doch gut. Gucken wir mal. Bestimmt mehr. Na, aber gucken wir mal. Ich bin mal sehr gespannt. Auf alle Fälle, wenn das bei, werde ich dann bei eBay einstellen. Und wenn keiner dann den Wert bezahlt, mindestens, dann machen wir die selber und frankieren damit. Scheißegal. Ist ja Geld, ist ja Bargeld, du wirst. Ja. Und hier ist ja noch mehr drin. Ein halbes Album habe ich noch vor mir. Der hat nämlich immer einmal, guck, einmal gestempelt, Sammlerstempel. Und einmal ungestempelt, hat er die immer. Gestempelt, ungestempelt, gestempelt, ungestempelt. Oh, ey, das merkst du schon beim Aufschneiden. Was stimmt da mit diesen Brötchen nicht, ey? Wie kann ich denn so eine Brötchen verkaufen? Ich weiß nicht, wie ich das Brötchen schmieren soll. Ich bin ruhig wie ein Mensch. Weil ich nicht weiß, wie ich dieses Brötchen zu schmieren habe. Bestimmt eine Schmiervorrichtung für so ein Brötchen. So ein Ausschmierer, so ein Lochschmierer. Hier ist ein Loch, da ist ein Loch. Die gute Krater-Schmiermethode. Erfunden in der Bürgnerstraße, weil bei dem dort ansässigen Bäcker Brötchen mit Kratern gebacken werden. So sieht's aus. Genau. Eine reine Hülle. Hülsenbrötchen auch genannt. Sagen, meiner Katze geht's wunderbar, hat der Tierarzt gesagt. Die mag nur ihr Fressen nicht essen. Die ist einfach nur verwöhnt. Die macht das ja noch nie so richtig, ne? Aber es war ja, es ist trotzdem die Abnahme, ist ja trotzdem erst seit kurzem. Kulmbach. Ja, ich sortiere ein bisschen Werbung. Continental haben wir hier. Der R-Reifen bewegt zurzeit heftig die Gemüter der kraftfahrenden Praxis. Nachdem der Kraftfahrzeugbau sich überraschend schnell mit ihm vertraut gemacht und ihn so positiv wie möglich beurteilt hat, läuft schon seit Monaten der R-Reifen als Erstausrüstung neuer Fahrzeuge von den Fließbändern der Automobilindustrie. Wunderbar. Continental R. Reifen mit Waldzone. Sehr schön. So, wir gehen jetzt zum Frauendoktor. Und hoffen, dass mal alles gut ist mit dem Kind. Soll ich den Kleinen nach vorne stellen? Am Bauch dran, siehst du das? Ja, das Baby hüpft und hüpft. Denkst du, Häschen. Hopshase. Ja, das ist wow. Das. Wow. Beim Ultraschall selber hat man das Gesicht viel besser sogar gesehen. Ja, ja. Oh Mann. Ja, alles in Ordnung mit dem Kind. Erstmal.
Baby ist auf einer Hüpfburg. Der Baby ist auf einer Hüpfburg. Hüpfburg, ja. Die Lumen hat hier ein Virus gemalt. Nein, ist die Erde. Mit Haus und Blumen. Aber wo ist denn der Kugelschreiber, den du benutzt hast? Sieht doch aus wie ein Virus. Aber du weißt schon, dass die Erde ein Virus ist. Und hast du Papa. Mmh. Besonders schön. Menschen tue ich nicht in deine Aufnahme. Ich glaube, bitte. Töte mich, ja. Töte mich. Naja, sehen Sie, dass es dir scheiße geht wenigstens. Ich werde dir mal ein Schreiben schicken, eine Karte mit meinem YouTube-Kanal. Links. Mit dem YouTube-Kanal, ja. Den machst du mal. Ja, soll ich. Ach, mach den. Ich glaub, was ist denn los mit euch, Kinder? Das wurde ein bisschen. Ich habe mir den Becher gestellt. Das hast du gut gemacht. Das ist mein Mädchen. Das ist mein Mädchen. Ich glaube, ein Baby würde sich das nie trauen, oder? Für Babys ist das auch nichts. Das kann nichts Scharfes essen. Aber Skadi darf jetzt. Skadi ist ja kein Baby mehr. Ja. Halt, Baby. Wir trinken. Nein. Okay. Ich bin leider zu jung, um zu trinken. Okay, du kommst klar? Ja. Aber diese Riesen. Ja, wer dich verwirrt, ich nehme die Reste entgegen. Was soll ich eigentlich mit den Ballons? Ich gebe dir nur rein. Brauchst du nicht so. Nicht die vollgesoffensten Sachen? Die Anrufantel. Essen. Nicht spielen. Essen. Guck mal, hier kannst du. Damit kannst du spielen. Mama. Mama. Das ist so lustig. Ja. Wo wir mal das Deutsche werfen gegangen sind. Papa, kann du nur so klein, das noch Nudeln, oder? Na gut, jetzt machen wir, sagen wir mal schönen Feierabend. Wir gehen jetzt ins Bett. Und dann sieht man sich morgen wieder oder so. Also macht es gut, wir sehen uns. Bis dann. Gibt es noch was zu sagen? Nein, die ist noch an. Es gibt noch was zu sagen. Ich habe die Briefmarken alle durchgezählt. Die ganzen Werte, die da drin sind, haben wir 340 Euro oder so. 340, 350 Euro. Allein an Briefmarkenwert. Nicht Michelwert, sondern Briefmarken. Also Nominalwert. Ungestempelte Marken, die ich immer noch verwenden kann. Das ist doch schon mal gut. Das in 4 Alben. Toll, freue ich mich. Nur mal so als Zwischeninfo. Also, macht es gut. Wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.